Vergeben Sie mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Wie lange ist Ihre letzte Beichte schon her? 60 Jahre. Mehr oder weniger. Beichten Sie jede schwere Sünde, die Sie von Christus entfernt hat. Und säßen wir ja ewig hier, können wir uns nicht darauf beschränken, was heute passiert ist. Ich hab dich vermisst. Ging mir genauso. War gerade komisch, hm? Ja. Das ist mein bester Freund, der ist gerade von einer langen Reise zurückgekehrt. Oh! Vergessen wir doch mal diesen willkommen daheim Scheiß, okay? Du tötest diesen Kerl bis 10 Uhr vormittags oder du bist auch tot. Wer wird es jetzt tun? Was tun? Du weißt schon was. Los, sag's einfach. Du bist es. Stimmt. Und? Was machen wir bis dahin? Bis dato habe ich einen schicken Schlitten gestohlen. Und einen Haufen Pillen. Nett. Ja. Hey, keine Drogen an der Bar. Das ist ein Medikament. Ich habe Bluthochdruck. Aber ich habe auch Gutes getan. Oh Mann, ich glaub's nicht. Ich habe meinen Freund gerettet. Gib mir den Schlüssel. Es gibt keinen Schlüssel. Ja, mit dem Schlüssel. Das ist neu, da ist ein Knopf. Ist ein Automat. Drück einfach drauf, geht du drückst alles automatisch. Nur den Knopf. Oh, Mann, das ist ja wie in der Zukunft. Also, kann ich jetzt ein Ave Maria sprechen und das war's? Ich glaube nicht, dass Sie mit einem Ave Maria aus der Nummer wieder rauskommen. Sie haben recht. Hast du es erledigt? Ich bin dabei. Das heißt doch immer, dass wir zweimal sterben. Einmal, wenn der Atem unseren Körper verlässt und einmal, wenn der Letzte, der uns noch kennt, unseren Namen ausspricht. Ihr seid klasse, Jungs. Ich war eine ganze Weile weg. Ich will einfach nur mit Ihnen tanzen. Du bist mein einziger Freund. Und du meiner. Wie in alten Zeiten, nicht wahr? Nein, viel besser. Ich kann nicht tun, was ich versprochen habe. Ich kann nur um Gnade bitten. Um Gnade. Erledige ihn! Ich habe den Kopf hingehalten. Für euch alle. Ich bin ein verdammt treuer Freund. Listen!